Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Ja, lange nichts mehr von mir gehört, gerade hier auf YouTube. Das könnte sich bald so oder so ähnlich ein bisschen ändern. War aber auch jetzt lange nicht auf Twitch live. Das hat sich sicherlich bei dem einen oder anderen auch schon, der hat sich auch gefragt, hey, warum ist denn der nicht live? Der war doch jetzt das letzte Jahr fast jeden Tag live auf Twitch, so ist es auch. Seit einem Jahr waren wir jetzt, oder seit über einem Jahr, waren wir fast täglich live auf Twitch. Was wir da aufgebaut haben, unglaublich. Vielen, vielen Dank erstmal da vorab. Warum bin ich nicht mehr live da? Das ist genau der Grund für das Video. Und zwar habe ich die Plattform gewechselt auf Trovo.live. Warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Es ist nämlich nicht nur ein Grund, es ist nicht so ganz einfach. Und viele haben ja im Stream auch gefragt. Ich habe das schon 3-4 Mal erzählt. Aber ich glaube, ein Video wird dem Ganzen mehr gerecht werden, wo ihr auch mal Pause machen könnt und erstmal denken könnt, uff, was ist das? Oder denkt, Alter, der hat doch nicht mehr einen Latten am Zoll. Oder denkt, hey, das kann ich nachvollziehen. Vorerst, bitte hatet keine Meinung in den Kommentaren. Das mag ich nicht. Wer mich verfolgt, der weiß das auch. Es gibt einfach viele Gründe und letztendlich ist es eine Entscheidung des Herzens gewesen. Ja, erstmal so ein bisschen Twitch. Unglaublich großes Danke. Vor einem Jahr waren wir irgendwo bei 500 Followern. Im Februar letztes Jahr waren es noch so 300, gerade so. Gestreamt verschiedene Sachen über erstmal die Bluesticks-Turniere. Danke auch nochmal an der Stelle. Dann natürlich rüber zu den Spielerfreunden. PUBG Mobile gestreamt. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass ihr mir da eine Plattform gegeben habt und immer noch gebt. Und dann, ja, weiter ging es mit PUBG Mobile. Viele internationale Sachen, auch durch die Unicorns of Love, möglich gemacht worden. Auch großes Danke nochmal dahin. Da haben wir jetzt sehr viel erreicht. Wir sind auf 7.700 und ein paar zerquetschte Follower. Zu dem Zeitpunkt, wo ich gewechselt habe, waren es 7.715 und ihr folgt noch weiter, weil ich es unten eingeblendet habe. Auf Trovo, ich bin noch nicht dazu gekommen, neues Overlay zu machen, sind noch 20 mehr geworden. An alle die, die erstmal abonniert haben auf Twitch, ich habe eine Übersicht, die möchte ich auch euch kurz vorlesen. Und zwar sind das jetzt die, deren Abo noch länger als der 11.7. geht, also noch länger als eine Woche. Ich würde euch gerne anbieten, ich habe euch auch schon eine Nachricht geschickt, kommt auf mich zu, dann schenke ich euch den ersten Monat auf Trovo. Als Ausgleich dafür, dass ihr jetzt auf Twitch ein Abo habt, wo ihr die nächsten Tage nichts mehr von habt. Bitte verlängert auch das Abo nicht, das wäre von mir auch eine Bitte, weil es bringt nichts. Die, die daran verdienen, sind sowieso Twitch und das ist auch ein Grund, da kommen wir aber gleich zu. Also, wen haben wir denn? Haribo haben wir da, X-Ray, JC, Jana, der Philipp, Tom77, Reezy Lowlife, OP-Dodo, 96, Bullarty, iCloud, PUBG Mobile, OneUp, Xeno, Käsekuchen, Lextrix, Jiju, Desai90, Pisado, FCK, Y, die Nele, ja? Semko, Sunny, Shadowlux, Euter von Palin Puschinki, Argonaut 1973, Nancer, Creed PUBG und Kuma Schlumpi. Das sind die, deren Abo noch länger geht. Kommt bitte auf mich zu und dann werde ich, sobald es verfügbar ist, euch den ersten Monat auf Trovo schenken. Sobald der Gifted habt ihr, das geht gerade noch nicht. Das als Vorgeplänkel. Was ist Trovo? Trovo ist eine neue Streaming-Plattform. Die gibt es schon seit März, das muss ich auch dazu sagen. Und zwar wurde ich meine, es wäre rund um den 20. März gewesen, wurde ich angefragt, hey, möchtest du auf unserer Plattform streamen? Sie haben auch mit Geld gelockt und haben gesagt, hey, wenn du 100 Follower erreichst, kriegst du $100 für uns. Hey, hört sich nice an. Ich persönlich habe gedacht, das ist fishy, weil auf dieser Welt schenkt einem fast niemand was. Das ist einfach so. Hab das Ganze skeptisch betrachtet, habe gar nicht drauf geachtet, habe nicht drauf reagiert. Über PUBG Mobile VIP habe ich da gesehen, dass andere, da wurden wir auch nochmal angesprochen, dass andere darauf reagiert haben und auch streamen. Und dann stand ich vor dem Dilemma, was machst du? Restream? Wäre eine Möglichkeit gewesen, darf ich nicht aufgrund der Affiliate-Vereinbarung. Dann das ist direkt auch schon der erste Grund, warum ich gewechselt habe. Die Affiliate-Vereinbarung habe ich jetzt vor knapp, ja, vor zwei Jahren und circa 8 Monaten eingegangen. In diesem Moment durfte man noch restreamen. Das war damals, weil ich genau wusste, ich werde restreamen. Ich hatte auf YouTube ein bisschen größere Base als auf Twitch. Ich wusste, ich werde restreamen. Das war die Bedingung, das Ding zu akzeptieren und zu unterschreiben. Und irgendwann zwischendurch, man kennt, hey, wir haben unsere Nutzungsbedingungen aktualisiert, kam die Nachricht, wir haben die Nutzungsbedingungen verändert. Ich habe es mir nicht angeschaut, ich habe ja akzeptiert. Man kennt's. Das war mein Fehler. Ich habe dann irgendwann erfahren, ey, auch Affiliates, also das, was wir waren, kleiner Partner nächstes Mal, dürfen nicht mehr restreamen.
Das hat bei mir schon zu einigen Problemen geführt. Einmal natürlich League One, hätte ich auch gerne auf dem YouTube-Kanal von PUBG Mobile Deutschland gestreamt, genauso wie den EDC. Ich habe dann Best-of-Videos für die League gemacht und habe für den EDC, den habe ich komplett auf YouTube gestreamt, weil ich eben dieses Restreamen nicht durfte als Affiliate-Partner. Das hat mich schon immer ein bisschen gefuchst, weil manche Sachen, auch bei manchen Turnieren, gerade in der MENA-Region, die haben keinen Twitch-Account. Auf YouTube kannst du die Bandbreite runterstellen, das ist ein zweiter Grund. Du kannst das da immer noch ein bisschen besser machen. Das war als Nicht-Partner auf Twitch nicht immer möglich, ihr kennt den Bug. Da hatten wir dann alle ein schwarzes Bildschirm oder ein paar hatten ein schwarzes Bild, man hat nur den Sound gehört. Aber gerade in den Regionen, wo das Internet nicht so ausgebaut ist, ist da YouTube besser. Deswegen, bei manchen Turnieren hätte ich auch gerne jetzt schon gerestreamt, die Anfragen kamen. Manche wurde ich auch abgelehnt, weil ich nicht auf YouTube streamen konnte. Ich habe aber immer hinter der Plattform gestanden. Auch wenn mich das ein Punkt war, der mich in der Vergangenheit heute nicht mehr so komplett gestört hat. Trovo ist eine Streaming-Plattform. Sieht erstmal aus wie Copy-Paste, da gibt es auch schon Memes, so bestellst du deine Streaming-Plattform bei Wish oder bestellst du Twitch bei Wish, kommt da Trovo raus. Ich finde das gar nicht schlimm, weil es ist ein Overlay. Es ist einfach nur, guckt euch die Streams an, wie viele Overlays sehen ähnlich aus. Und das, was dahinter steckt, ist eigentlich ziemlich nice. Allem voran, es steckt Tencent dahinter als Mutterkonzern. Und das ist ein ganz großer Grund, der mir eine gewisse Sicherheit gibt, warum die Entscheidung vielleicht doch richtig ist. Und zwar gehört Tencent eine ganze Menge. Wie gesagt, sie haben sich schon bei März bei mir gemeldet. Ich habe 2-3 Mal abgelehnt. Kam dann über Umwege im April nochmal, ja. Dann habe ich jetzt seit 2 Wochen eher so gedacht, ja eigentlich, was hält dich auf Twitch? Kommen wir gleich auch nochmal genauer zu. Jedenfalls steckt Tencent dahinter und dann informiert man sich auch und wenn man schaut, was Tencent alles gehört, das ist crazy. Das ist einfach crazy. Es kann sein, dass ich jetzt die Zahlen nicht richtig wiedergebe, aber wenn ihr schaut mal nach, wisst ihr, was dahinter steht. Also, dahinter steht zu 100% Riot Games. Also League of Legends, Valorant, League of Legends Mobile, wenn das bald rauskommt. Dahinter stehen irgendwie, ich glaube, waren es 48% oder ich weiß es jetzt nicht genau, auf jeden Fall ein großer Teil an Supercell. Genauso wie an den Epic Games. Blizzard haben sie einen kleinen Teil von. Dann haben sie Spotify einen kleinen Teil von. Snapchat wohl auch noch. Und ich glaube Ubisoft sogar auch 10% oder so. Das heißt, die halten unglaublich viele unternehmerische Anteile. Oder denen gehören verschiedene Unternehmen, die speziell Mobile Games rausbringen. Und deswegen, das ist ein Grund auch, ja. Nicht der allergrößte, der größte kommt gleich noch. Warum ich gesagt habe, hey, man kann dieser neuen Plattform, die einem Konzern gehört, der den Fokus auch auf Mobile Games hat, kann man den geben. Hinter Twitch steckt Amazon und ich wüsste nicht, dass sie so einen Fokus auf Mobile Games haben. Das ist so ein bisschen auch der Übergang zu dem ersten Punkt. Und zwar das schlecht gelistet werden auf Twitch. Auf Twitch, Twitch hat seine großen Streamer, damit verdienen die ein Heidengeld, denn die haben ja, die verdienen letztendlich an Abos und an Cheers. Bei den Großen, die haben andere Konditionen, bessere, aber bei Affiliates sind es 50%, die Twitch sich bei den Abos in die Tasche steckt. Für nichts. Und du wirst schlecht gelistet. Ich habe mir das nie, das kam mir nie so vor. Die Zuschauerzahlen waren gut und wir haben uns die letzten Wochen auch sehr den Arsch aufgerissen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Und das lief eigentlich alles bombastisch gut. Warte mal, ein anderes Lied anmachen. So. Und ich habe immer gedacht, ich würde auf Twitch schon gut gelistet werden. Die sind echt insane gewachsen. Gerade, ich würde mich auch noch als kleinen neuen Streamer auf Twitch zählen. Aber wenn du noch kleiner bist, hast du es noch schwieriger. Genauso Mobile Games. Mobile Games werden auf Twitch später hinzugefügt und sie werden absolut des Grauens gelistet. Da sind, ja, ich sag mal, andere Streamer mit flachen Content. Das ist auch Content und ich sag mal, es ist auch gut, dass es den Content gibt, werden da besser gelistet. Aber auch, es gibt auch große Gambling, das ist auch erlaubt, das ist mir persönlich sowieso auch, wo ich sage, da habe ich was gegen, weil das einfach Leute zur Sucht führen kann, aber das ist ein ganz anderes Thema, da wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Einfach, du wirst als neuer oder als PUBG Mobile Streamer nicht so gut gelistet. Ist aber okay, damit kamen wir klar, wir hatten sehr gute Zuschauerzahlen. Trovo
wirst du besser gelistet. Ein Vergleich, ich habe das erste Mal auf Drovo gestreamt. Da habe ich 16 Follower gehabt. Die habt ihr über Nacht gegeben, also quasi hatte ich 0. Auf Twitch 7700. Auf Twitch sind mehrere Millionen Nutzer. Ich weiß nicht, wie viele sind. Ich gehe davon aus, dass es mehrere Millionen sind. Auf Drovo, wie viele? Die App im Android Store hat 10.000 Downloads plus 10.000. Sagen wir mal, da sind 100.000, 200.000. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lange nicht so viele. Der letzte Stream auf Twitch am Sonntag, den ich dazu als Vergleich genommen habe, hatte als einzigartige Zuschauer 660. 4 Stunden 30 Länge. Drovo, Montag, erster Stream. 3 Stunden Länge, 2 Stunden 50 oder so. 550 einzigartige Aufrufe. Das heißt, wir wurden da unglaublich gut gelistet. Natürlich, du hast es als neuer Streamer auf einer neuen Plattform immer einfacher. Aber einfach dieses Verhältnis, mich hat es auf Drovo überrascht, mich hat es aber komplett zerstört gegenüber Twitch. Ich habe immer gedacht, wir wären echt gut gelistet und das sind wir nicht. Und das ist auch ein Grund, der relativ spontan kam, der dann, sage ich mal, den letzten Funken gegeben hat. Der mir einfach ein bisschen Vertrauen gegeben hat, hey, das könnte gut funktionieren. Erster Stream auf Drovo, die Leute sind gehypt, die kommen alle mal vorbei. Das wird danach abebben erstmal. Das ist mir vollkommen bewusst. Ein weiterer Punkt. Twitch, eine Ungleichberechtigung der Streamer. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, einige Leute wurden dafür gebannt, andere wurden für das gleiche Länge gebannt und andere wurden dafür gar nicht gebannt. Ich dürfte zum Beispiel nicht im Boxershort auf Twitch streamen. Hingegen dürfte ich eine Hotpants anziehen, wo man den halben Arsch sieht. Würde ich keinen Bann für kriegen. Für die Boxershort würde ich eine Sperre kriegen. Das machst du dreimal, beim vierten Mal bist du permanent auf Twitch gebannt. Und das ist einfach eine Sache, wenn ich eins nicht mag im Leben, ist ungleich behandelt werden. Gleiches Recht für alle. Ähnliches. Schaut euch an, es ist jetzt kein Hate, Montana Black. Er beleidigt schon viel, beziehungsweise nutzt er beleidigende Wörter, die andere sich so nicht erlauben dürfen. Er hat vielleicht aus seine Connections dahin ein bisschen so sensibilisiert, das ist seine Art, das ist auch gut so, aber dann sollten es in der Art und Weise auch andere können. Und da gibt es noch weitere Sachen, also das ist, ja, weitere Sachen, auch wie du Partner auf Twitch werden kannst, das wird auf Drovo irgendwann sicherlich auch so sein, dass wenn du bei einer Orga bist oder bei irgendeinem großen Ding hast, die gucken nicht darauf, ob du aktiv streamst, was du streamst, du wirst direkt Partner. Die gucken nicht darauf, was du für Content bringst, sondern werden Leute, sind dann Partner, die Content bringen, wo du echt nur den Kopf schütteln kannst. Ja, ich meine jetzt nicht Gaming-Content, ich meine komplett anderen. Einfach diese Ungleichberechtigung, das ist ein anderer großer Punkt, sag ich mal. Und jetzt kommen wir zu dem für mich größten Punkt, und das ist der Support. Ich weiß nicht, ob es am deutschen Support liegt oder woran es liegt. Der ist abgrundtief. Wir hatten es im Stream schon häufiger, das Thema, bei den ersten Emotes, beziehungsweise zweiten Emotes waren es ja, da war es auch abgrundtief lange, bis sie überhaupt reagiert haben. Es ist okay, das war okay. Jetzt haben wir seit April täglich offene Lobbys gemacht. Die kommen übrigens auf Drovo auch weiter. Und wir haben jeden Tag gestreamt. Wir haben angefangen, da waren die Lobbys nicht mal voll. Hey, ist egal, wir haben weitergemacht. Ich wollte euch was Geiles bieten während der Corona-Zeit und das war auch geil. Danke, dass ihr immer dabei wart. Auf einmal, Juni, alles anders, Juni, haben wir auf einmal einen Stream mit 100 Zuschauern im Schnitt für Lobbys. Ich denke so, what the hell? Für die Partnerschaft braucht man 12 Streams in 30 Tagen, 24 Stunden müssen die Streams gedauert sein und 75 im Schnitt. Und das ist als PUBG Mobile Streamer sehr schwierig, weil während der Runden sind weniger Leute da als gegen Ende der Runde und in der Pause. Das ist einfach normal, das ist aber auch nicht schlimm. Also haben wir dann einen Stream von 100 Leuten gehabt. Dann denkst du so, 100 Leute, war eine Ausnahme. Auf einmal 2., 3., 4., 5. Juni, hey, auch fast 100 drüber. Und dann denkst du so, hey, diese 75, die könnte man schaffen. Also habe ich die Endgegner-Streams, auch die Ultimate Clan-Streams auf YouTube gestreamt. Das war persönlich für mich, wo ich mich echt nicht gut bei gefühlt habe. Weil um den Schnitt zu heben, streame ich was auf YouTube. Das ist nicht meine Art und Weise. Wenn ich was streame, dann streame ich es auf meiner Plattform. Vielen Dank, dass ich das übrigens durfte. Dann haben wir auch die Zuschauer erreicht. Sogar mehr. 88 war der Schnitt. Du brauchst 75. Also ich direkt den Abend, zack, heute vor 3 Wochen war es, direkt Bewerbung rausgeschickt an Twitch. 2-3 DIN-A4 Seiten rausgeschickt. Und wenn man sich diese Achievement, diese 75 und so weiter erreicht hat und sich bewirbt, da steht da, es kann, normalerweise bearbeiten wir deine Bewerbung innerhalb von 7 Werktagen.
muss man aufpassen, Werktage sind nicht normale Wochentage. Das heißt, 5 plus 2 bei einer normalen Arbeitswoche. Das heißt, Samstag abgegeben, eine ganze Woche plus 2. Sie hätten sich ja Dienstagabend, Mittwoch noch melden müssen. Mittwoch hätte ich auch gesagt, okay. Ich persönlich habe auch gesagt, na, so 10 Tage, jetzt Corona ist nicht normal, wird es schon dauern. Leute, wir haben 3 Wochen später, es sind 15 Werktage rum und du hast, oder ich habe noch nichts gehört. Und das dachte ich mir vorher schon. Ich kann euch sagen, den Tag, wo ich die 75 im Schnitt erreicht hatte, ich konnte mich nicht wirklich drüber freuen, weil ich wusste, scheiße, jetzt hast du es erreicht, jetzt wirst du vielleicht Partner oder sie lehnt dich ab. Große Angst, dass sie einen ablehnen, das kann auch jetzt noch passieren. Aber eher die Angst, dass der Support sich einfach nicht meldet und ich wahnsinnig enttäuscht bin. Das Ganze ist wahr geworden und das fuckt mich persönlich am allermeisten ab. Jeder, der arbeiten geht, Zusagen zu Terminen macht und sie so mit Füßen tritt, das machst du 3-4 Mal in deinem Job und dann wirst du gekündigt. Und das ist in jeder Firma der Welt so. Du machst terminliche Zusagen, dich schert es einen Scheißdreck und das schert Twitch einen Scheißdreck. Und das ist das, was mich am allermeisten enttäuscht hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir reißen uns gemeinsam über 2 Monate den Arsch auf. Die letzten 30 Tage nochmal volle Lotte. Wir haben die 75 Zuschauer. Das ist ein schwieriges Ziel, gerade für einen Mobile-Streamer. Und dann ist der Support so eine Fluppe und meldet sich einfach nicht. Das ist einfach richtig räudig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe, wie gesagt, seit März hin und her überlegt und die letzten Tage war es echt nicht gut. Ich habe nicht gut gepennt, bis Montag dann, Dienstag dann, wo ich dann gesagt habe, hey, ich wechsle, weil einfach es ein verdammt großer Schritt ist. Wir sind auf Twitch 7700, auf Drobo fangen wir bei 0 an. Nicht ganz bei 0, weil ihr echt geil seid und hinter mir steht, das habt ihr schon gezeigt, wir sind mittlerweile bei 245 Followern, das ist richtig, richtig nice. Also kommt auch gerne auf Drobo vorbei, Link ist unten in der Beschreibung. Ein Punkt noch, der sicherlich jetzt kommen wird und die, die mich kennen, wissen, dass es nicht so ist. Ich bin nicht wegen dem Geld rübergegangen. Die, die mich nicht kennen, werden mich dafür haten. Du gehst doch nur wegen dem Geld rüber. Hey, macht das, das ist euer gutes Recht, eure Meinung zu äußern. Bitte werdet auch da nicht beleidigen, denn ich gehe keineswegs wegen dem Geld rüber. Ich kann euch sagen, ich habe keinen Trovo-Vertrag bekommen. Ich kriege dafür keinen Cent, den die mir auszahlen, außer das, was ihr dort als Abos dalasst. Und, das habe ich im Nachhinein erfahren, für die 100 Follower gibt es $100 auf den Nacken von Trovo. Das gilt anscheinend immer noch. Ich mache es nicht wegen Geld. Und zwar auf Twitch. Die Monate liefen immer gleich ähnlich. Der Juni lief jetzt richtig awesome. Wir haben das Dreifache von einem normalen Monat gekriegt. Und ich kann euch sagen, selbst das ist bei Weitem nicht das, dass ich davon leben könnte. Da könnt ihr nochmal locker, wenn ihr die Sozialabgaben, die man hat, wenn man sich komplett zu 100% selbstständig macht, eine Null dranhängen. Und es würde noch nicht reichen. Gegenüber dem Job, den ich jetzt habe. Ich verdiene auch nicht so krass viel. Ich verdiene ganz okay. Aber dafür, dass das für mich zum Hauptjob werden würde, dass ich darauf angewiesen werde, da sind wir sowas von weit weg und das werden wir auch niemals schaffen. Ich werde das nicht als Ziel stecken, weil dann kannst du nur enttäuscht werden. Ich stecke mir lieber kleinere Ziele. Und wir machen das Ganze aus Spaß. Und genau aus diesem Grund, weil wir es aus Spaß machen, das Ganze ein Hobby ist, nicht mein Job ist, ich davon nicht abhängig bin, dass ich da im Leben noch weiterleben kann, habe ich einfach gesagt, hey, ich bin nicht verpflichtet, auf Twitch zu streamen. Also, lasst uns was Neues wagen. Deswegen bin ich jetzt auf trovo.live schräger Stormy, ohne ein I dahinter oder Unterstrich I dahinter, vorzufinden. Also, geldtechnisch kann ich euch beruhigen, das Zelt war bei mir kein Hintergrund dafür. Wir können es jetzt im Juli in die Top 500 schaffen, die Top 500 kriegen eine Bezahlung. Ich glaube, dass es trotzdem sehr schwierig wird. Also wenn wir im Juli den Schnitt haben, wären wir im August drin. Und im August musst du dann auch noch performen, dass du überhaupt was kriegst. Haben sie tricky gemacht, sieht auf den ersten Blick aus, uff, kriegst richtig geil Geld. Nein, es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Da werden sie auch sicherlich noch was anderes zur Partnerschaft bringen. So. Ja, das waren so jetzt meine Gedanken. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, werde ich sicherlich noch was in den Chat dazu schreiben. Also einmal Support. Absolut enttäuscht, das ist eigentlich der Hauptgrund. Die Ungleichberechtigung hat mich schon immer an Twitch gestört. Schlecht gelistet werden, das kam jetzt erst kurz davor. Damit aber auch, wenn man nicht Partner ist, dieses schwarze Bildschirmproblem. Und noch so ein paar weitere kleine Probleme. Und glaub mir, die Entscheidung ist nicht leicht. Ich gebe da jetzt, wie gesagt, ich habe 1000 Stunden gestreamt, mehrere 1000 Stunden gestreamt. Und man gibt es irgendwo ja schon auf.
Deswegen wäre es super cool, wenn ihr auch auf Drobo rüberkommt. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber in erster Linie, wer bis jetzt zugeschaut hat, vielen, vielen Dank dafür, 20 Minuten. Und ja, ich hoffe, ihr versteht jetzt und könnt ein bisschen nachvollziehen, warum ich den Wechsel mache, warum ich das Risiko eingehe. Und ich glaube, dass wir als Mobile-Streamer auf Drobo, wo Tencent dahinter steckt, besser aufgehoben sind als auf Twitch. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann wieder. Und es wäre echt geil, wenn ihr rüberkommt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.